Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meiner Jahresarbeit. Heute mal in einer etwas anderen Kulisse, denn auch zu einem anderen Video. Denn ich wage mich an Fastenexperiment Nummer 4, nämlich die 96 Stunden Fasten. Und diesmal nicht reines Wasserfasten, sondern Saftfasten. Denn wie ich ja erfahren habe aufgrund meiner Recherche, sollte man Wasserfasten eigentlich nicht länger als 24 Stunden bzw. 36 Stunden betreiben. Und da habe ich mir gesagt, ja, ich probiere einfach mal das Saftfasten. Mein Plan ist jetzt erstmal die ersten 24 Stunden Wasserfasten zu machen und danach mit dem ersten Saft anzufangen. Oder auf jeden Fall erstmal so lange Wasserfasten zu machen, bis ich gemerkt habe, dass mein Stoffwechsel sich umgestellt hat. Denn darauf kommt es mir auf jeden Fall an. Ja, das wird jetzt eher so ein Video im Vlog-Format, dass wenn ich irgendwas Auffälliges an meinem Körper bemerkt habe, dass ich dann die Kamera anschmeiße, das ein bisschen kurz berichte und nicht immer, weil ich auch nicht die ganze Zeit zu Hause sein werde, das in meiner gewohnten Umgebung mache. Von daher jetzt auch dieser Anfang hier am Strand und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. So, es ist jetzt Abend geworden. Anstatt einer Mahlzeit habe ich viel Wasser getrunken und ja, mir geht's blendend und jetzt werde ich mich mal zur Ruhe legen und dann schauen wir mal, was der morgige Tag so bringt. Vormittags werde ich wahrscheinlich nichts von mir hören lassen, denn ich bin auf Arbeit und dann werden wir mal sehen, wie es mir danach geht. So, 22 Stunden sind jetzt um und ich werde mir jetzt mal einen Smoothie, nee, eher einen Saft gönnen mit Melone, also Honigmelone, Orangensaft und Traubensaft. Und zu meinem Körper, mein Stoffwechsel hat sich umgestellt, das habe ich gemerkt. Ich hatte wieder die 5 Minuten Bauchschmerzen sozusagen und jetzt wird sich dieser Drink einverleibt. So, es ist jetzt 20 Uhr und jetzt wird sich der nächste Saft gegönnt, diesmal mit Birne und Gurke. Und mal sehen, wie das schmeckt. Ja, der Saft war wieder richtig lecker und der gibt jetzt bestimmt nochmal richtig gute Energie, um jetzt nochmal weiter im Tag zu starten und besser gesagt in den Abend und noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Mir hat er auf jeden Fall richtig, richtig gut getan. So, die Nacht ist gut überstanden und zum Frühstück gibt es einen Sellerie-Apfelsaft. Und ja, der wird jetzt mal getestet. Ja, der Apfel-Sellerie-Saft war sehr, sehr lecker. Ich muss sagen, der hat mir bisher von den Sellerie-Kombinationen am besten gefallen, denn man hat den Sellerie nicht so intensiv rausgeschmeckt, denn der Apfelsaft hat da sehr gut alles so gut vermengt und einen guten Geschmack erzeugt. Von daher, der Saft ist auf jeden Fall richtig lecker gewesen. Die Nacht ist auch sehr gut verlaufen und jetzt wird in den Tag gestartet und mal sehen, was so noch passiert. So, es ist jetzt 2 Uhr und ich habe mir die nächste Schorle, Saft, auch was auch immer gemacht. Ganz viel drin, Grapefruit und Birne und so weiter. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker und den werde ich jetzt mal genießen. So, es ist jetzt Abend geworden, es ist 18 Uhr, der Tag verlief super. Ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, irgendwie großen Hunger zu verspüren oder so, oder dass es mir sonderlich schlecht ging. Und jetzt wird nochmal ein Saft getrunken. Karotte, Fenchel, Gurke mit ein bisschen Zitrone. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Nee, ich nehme nicht schon wieder den nächsten Saft zu mir.
Ich habe gerade so eine kleine Erkenntnis gewonnen von dem Fastenzustand, von dem alle immer reden. Ich habe viele Webseiten, viele Blogs gelesen von Leuten, die gefastet haben. Und da wurde immer gesagt, ja, der Fastenzustand muss erreicht werden und so weiter. Und jetzt bin ich in diesem Fastenzustand drinne und das fühlt sich richtig gut an. Mein Körper hat sich daran gewöhnt zu fasten. Ich weiß, wie ich leben kann und der Körper weiß so, dass so ein Saft jetzt eine Mahlzeit ist und da die Nährstoffe drin sind. Und das fühlt sich gerade richtig gut an. Es ist nicht mehr diese Ungewissheit, dass ich sage, ja, ich guck mal, wie es mir so geht. Und sondern es ist halt einfach die Sache, ich faste jetzt und das merkt mein Körper und das weiß mein Körper auch. Und das fühlt sich einfach gut an. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal so mitteilen und einfach nochmal wieder sagen, mir geht es richtig gut. Ich habe überhaupt keine Beschwerden, überhaupt keine Einbußen dadurch. Ich bin eher, dass ich sage, ich bin freudiger, energiegeladener und viel, viel, ja, fitter auch. Dass ich sagen kann, so, ja, ich mach was, mir geht es gut dabei und ja, das ist total cool gerade. Und das wollte ich jetzt auch einfach mal so gesagt haben. So, die Nacht ist sehr gut überstanden und zum Frühstück gibt es jetzt einen roten Drink wieder mit ja, Himbeere und Blaubeere. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. So, ich werde jetzt mal ein Fazit machen zu den 4 Tagen, denn es ist in einer halben Stunde 16 Uhr, dann wird das große Fastenbrechen gefeiert. Ich muss sagen, mir hat das nicht sonderlich schwer gefallen, jetzt diese 4 Tage zu fasten. Mein Plan ist soweit ganz gut gelaufen. Ich habe die ersten 22 Stunden Wasserfasten gemacht und danach halt mit dem ersten Saft angefangen und dann alle zweimal am Tag einen Saft getrunken, immer so vormittags und nachmittags beziehungsweise abends. Und dann ging es mir eigentlich relativ gut. Ich habe gemerkt, wie sich am ersten Tag der Stoffwechsel umgestellt hat. Und die anderen Tage habe ich, klar, man hat mal so diese 5 Minuten, wo man Kopfschmerzen kriegt und dann halt im Anschluss daran Wasser trinkt und dann sind die Kopfschmerzen wieder weg. Und sonst hatte ich überhaupt keine Probleme. Mir war in keinster Weise irgendwie kalt oder dass mir irgendwie irgendwas fehlte oder dass ich Gefühl habe, dass ich jetzt ganz dringend eine Brühe nehmen muss, um wieder Wärme in den Körper zu kriegen. Nein, es hat funktioniert, es war perfekt, es hat alles so funktioniert, wie ich es wollte. Die Entgiftung hat eingesetzt und es war cool. Es hat richtig Spaß gemacht zu fasten. Mir haben tatsächlich Nüsse gefehlt. Ich habe mehrmals gesagt, oh, jetzt eine Handvoll Nüsse oder Walnüsse, Cashewkerne und so weiter. Habe ich richtig Hunger drauf gehabt, aber das war dann auch nur ein kleiner Teil, ja, der mir halt gefehlt hat und das, was ich halt als negativen Punkt ansehen muss jetzt dabei. Aber es hat mir richtig gut getan, es hat Spaß gemacht. Es war entspannt, ich werde das auch auf jeden Fall nochmal wieder machen oder in einer anderen Form dann. Und ja, das ist auf jeden Fall der Punkt, den ich jetzt so sagen wollte. So, es ist jetzt 16 Uhr und jetzt wird mit einem schönen grünen Smoothie das Fasten gebrochen. So, der Smoothie ist im Körper drinne und es tut richtig gut, mal wieder was anderes zu essen. Ja, und dann war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat und abonniere diesen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Schau gerne mal in der Videobeschreibung nach, um den Link zu meinem Jahresarbeitendokument zu finden, wo alles nochmal genau beschrieben ist, was ich auch gemacht habe und auch die Rezepte sind da von den Smoothies zu finden. Ja, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn du bis hierhin jetzt dieses Video geschaut hast, dann danke ich dir einmal riesen herzlich, denn du hast gut durchgehalten mit diesem Video und für dich gibt es jetzt einen kleinen Bonus. Denn ja, ich mache jetzt mal ein kleines Review nach meinem ja, Fastenbrechen. Wir haben es jetzt 19 Uhr. Das Fastenbrechen ist also schon einen Augenblick her und ich habe natürlich was gegessen und mir ging es danach gar nicht gut. Und ich habe richtig, richtig einen vollen Bauch gehabt, obwohl ich gar nicht so viel gegessen hatte. Und mir ging es richtig schlapp danach. Ich meine Beine taten weh und ich war so wie, boah, wirklich die Luft raus, also wirklich wortwörtlich die Luft raus. Es war einfach alles schwer, ich war müde. Es hat richtig die Energie gezogen im Verhältnis zum
Fasten vorher, wo ich energetisiert war und richtig ja, kraftvoll und tatenkräftig war. Und das war dann so richtig tiefes Loch reingefallen. Aber naja, das wird auch schon wieder. Man muss sich bloß wieder ans Essen gewöhnen. 4 Tage sind ja auch nicht kurz. Und ja, für dich nochmal ein riesenherzliches Dankeschön an dieser Stelle. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.